was wir Ihnen und euch zu Ostern wünschen. Ich wünsche dir, dass du wahrnimmst, welch ein Schatz dir geschenkt ist und du dir Zeit nimmst, dieses Glück zu leben. Ich wünsche dir, dass du dich fallen lassen kannst und spürst, dass er dich hält. Ich wünsche dir, dass du Gelassenheit und langen Atem hast. Ich wünsche dir, dass du betrachten und entscheiden kannst, was dir zu tragen aufgegeben ist und was du lassen darfst. Ich wünsche dir, dass Gottes Lächeln deine Seele wärmt. Ich wünsche dir den Mut, der Sehnsucht Raum zu geben, die dir den Weg zu neuen Ufern zeigt. Ich wünsche dir die Freiheit, groß zu träumen. Ich wünsche dir die Gewissheit, dass Jesus an dich glaubt. Ich wünsche dir, dass Alltagslast und Zeitnotplage nicht länger dich gefangen nimmt. Ich wünsche dir die Achtsamkeit, mit der du die leise Stimme Gottes in deinem Herzen hören kannst. Ich wünsche dir die Geborgenheit seiner Gegenwart. Ich wünsche dir, dass du der Liebe Gottes glauben kannst. Du bist geliebt. Ich wünsche dir, dass deine Jahre nicht nur groß an Zahl, sondern vor allem satt an Leben sind. Ich wünsche dir, dass Frieden tief im Herzen Wurzeln schlägt. Ich wünsche dir, dass Augenblicke voll Verstehen und Herz-zu-Herz-Gespräche weiten Raum in deinem Herzen haben. Ich wünsche dir, dass Gottes Güte allen Aufruhr stillt. Ich wünsche dir, dass Jesus deine Wege kreuzt, dir dort begegnet, wo du gerade bist. Ich wünsche dir, dass tiefe Freude sich im Herzen nicht halten lässt, dass du jubelst, spürst und singst, alles ist gut. Ich wünsche dir einen Engel, der dich stärkt, wenn es Nacht wird in deinem Herzen. Ich wünsche dir, dass aus Zumutung Mut erwachsen kann. Jeder neue Morgen ist ein neuer Anfang unseres Lebens. Jeder Tag ist ein abgeschlossenes Ganzes. Dietrich Bonhoeffer. Gesegnete Ostern wünscht Ihnen und euch der Pfarrbezirk Künsebeck.